Hey ho meine lieben Freunde, hier ist euer M3D bei dem hier Primord und ich bin fast verhungert. Yeah! Eigentlich, warte mal, können wir auch gerade mal hier einen Weg rausführen lassen. Wenn es jetzt mal so die geilste Lösung ist, aber es ist erstmal eine Anfangslösung. Wir brauchen ja nur hier hingehen und glaube ich mal wieder ein paar Meter nach oben. Boah, ich sehe nichts, ey. Ich sehe nichts. Wird auch schon irgendwie reichen, ja. Ich hoffe es einfach mal. Boah, Gott. Also wenn irgendjemand was sieht, dann hat er echt Glück, weil ich sehe gar nichts. Boah, ich sehe dann schon mal hinter mir was. Warte. Die sind runtergefallen, oder? Ja. Boah, ich sehe nichts. Hilfe. Ist das gut? Alter. Boah, jetzt einfach mal einen Weg nach oben und hoffe einfach, dass ich hier wieder rauskomme. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Eigentlich noch einen Weg nach oben machen? Ja, gut, da geht's raus. Alles klar. War jetzt nicht der professionelle Weg, aber er ging. Er ging, er war ganz okay. So, nochmal hier schön markieren, dass man das wieder 1000 Jahre suchen kann. Denn heute ist es soweit, meine Freunde. Wir machen eine Höhlenabenteuer-Tour. Gut, ich meine, wir hatten schon 10.000 Stück. Im Endeffekt waren wir nur noch in Höhlen, aber ist egal. Wir nehmen auf jeden Fall mal einen Wassereimer mit. Spitzhacken, Schwerter, ist ja klar. Hier ein bisschen was für Fackel. Eigentlich viel zu wenig für Fackeln, aber hey, wir brauchen nur ein bisschen Eisen und so. Und wir haben so viele Gegenden erforscht, da braucht man eigentlich nicht so rummachen. Also, sie sterben schon sehr fein, das kann man echt mal so stehen lassen. Eine Brust haben wir nicht mehr, ne? Nee, muss ich neu erstellen. So. Beine machen wir auch mal neu. Ist zwar jetzt vielleicht eine kleine Verschwendung, aber Überlebensmodus, Freunde. So, das kann ja auch wieder rein. Hoppala, das muss hier rein. Machen wir nochmal ein paar Fackeln zurück. Sehr schön, wir haben nichts zu essen. Genau, damit kommt man natürlich nicht sehr weit, muss man zugeben. Ungeil, jetzt muss ich wieder den Weg rausfinden und wieder zurückfinden. Das ist ja voll übel. Aber okay, trifft sich gut. Alter, trifft sich gut. Ich würde eh gerne mal nach der automatischen Farm von uns gucken. So, warte mal. Eigentlich war das doch der richtige Weg, oder? Oh Gott. Wieso laufen wir immer so verkackt falsch, wenn es eigentlich hier so voll der kurze Weg ist? Ist schon fraglich irgendwo, ne? Oh, oh, oh. Skeletti, lass das bitte sein, ja? Dankeschön. Hier war doch ein Weg nach draußen, oder? Ja, das sieht doch sehr gut aus. Da sieht es nach Tageslicht aus. Ja, geht doch. Ah, ich bin immer rechts lang gelaufen. Wir hätten links lang gemusst. Ja, wir sollten uns Schilder machen, meine Freunde. Das kann man schon so stehen lassen. Und es ist noch helllichter Tag. Glück gehabt. Glück gehabt. Okay. So hell ist es wohl auch nicht mehr. Schade. Aber gut. Nein, Freunde, ich habe eine bessere Idee. Wir suchen Melonenkerne. Alles klar. Das wird abgehen. Das wird Spaß machen. Das wird super. Kann man hier mit was anfangen? Nein. Ist hier irgendwas alles drin? Nein. Schade. Ein paar Eier habt ihr auch nicht gelegt, ihr faulen Schweine. Was? Achso, ich verhungere, kacke. 25 Stück, das ist doch schon mal vernünftig dafür, dass wir die ganze Zeit nicht in der Nähe waren. Sehr geil. Für nichts und wieder nichts tun, ist das schon mal sehr günstig. Ah, ich sterbe. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh, warte, 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 warte. Überlebensmodus. Überlebensmodus. Wir schaffen das. Was sind Kartoffeln? Wir brauchen keine Kartoffeln. Wir hatten ja unser Feld kaputt gemacht, ihr Schweine. So. Om nom 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 nom. Om nom 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 nom. Muss man eigentlich auch mal abpflanzen und dann wieder neu pflanzen, ne? Nur mal so von der Theorie her. Kann man machen, muss man aber nicht. Ist hier noch was drin? Nein, außer 32 Steine, die können auch da drinnen bleiben. So. Wir gehen weiter. Wow. Das hätte auch schief gehen können, meine Freunde, ne? Ich würde sagen, wir brauchen einen Dschungel unbedingt. Ein Dschungel kann uns den Po retten. Deswegen. Warte mal, das ging mit einer Axt am schnellsten, ne? Melon ging mit einem Schwert und das andere Kürbisse war mit der Axt. Richtig, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ist ja auch egal. Die nehmen wir mal mit. Weil wir werden uns mal wieder richtig viele Kürbiskuchen machen. So, dann wollen wir das mal abholzen. Bäm, bäm. Schön her damit. Hätte ich eigentlich gar nicht mitnehmen brauchen, aber ist ja auch egal. Von daher. Wir gehen ja nur eine kleine Runde. So. Und damit wir nicht zerschwenden, nehmen wir natürlich noch hier das Zückerchen mit. Perfekt. Dann brauchen wir nicht an seine Ressourcen gehen. Ne? Weißt du, was ich meine? Das ist doch immer wunderbar. Yeah!
Das müssen wir auch noch automatisieren, fällt mir gerade mal auf. Na gut, auch wenn er jetzt mal runtergefallen ist oder so, scheißegal. Uninteressant, wie viele Eier haben wir da drin eigentlich? Ich glaube nicht viele. Ne? 9 Stück. Naja, reicht bei 9 Kuchen. Ist jetzt auch nicht verkehrt, ne? Probieren wir es. Hoppa. Warte, so viele brauchen wir gar nicht. Boah, Alter, wir bekommen so viele Ressourcen, das ist abnormal. Zack, zack und zack. Sehr cool. Also für unsere Reise wird es auf jeden Fall reichen. Weil 2 Stück, wir sind wieder voll, oder? Ja. Das ist Luxus. Okay. Packen wir das mal weg. Boah, Alter, diese Musik. Yeah. Ich wollte halt für jeden was reinbringen, ne? Deswegen gibt es hier so verrückte Musiktitel. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, wir gehen da lang. Oder? Ist das gut? Wobei, da waren wir auch schon, ne? Ich würde sagen, wir gehen echt mal da hinten so quer lang, weil irgendwo muss es auf dieser verdammten Karte einen Dschungel geben. Und wenn es auf dieser verdammten Karte einen Dschungel gibt, dann möchte ich den finden und ich möchte dort Melonenkerne rausholen. Und wenn wir Melonenkerne haben, meine Freunde, wird automatisch wieder eine automatische Melonenfarm gemacht. Yeah! Das passiert ganz von selbst. Das ist Dingsbums Fichtenwald. Fichtenwald braucht jetzt kein Mensch. Von dem halten wir uns fern, da war es sehr gefährlich und so. Herobrine Boss, wisst ihr Bescheid? Ja, das waren schon gute Angelegenheiten. Da will ich nicht mehr hin. Nie wieder. Nie wieder. Oh, das Sumpfgebiet. So ein Hexenhäuschen zu finden wäre jetzt auch geil, ne? Aber da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Deswegen halten wir uns lieber hier auf. Ja, ja, man muss ja auf seine Gesundheit achten. Und das Essen geht schon wieder so schnell runter. Da kriege ich einfach nur einen Ekel. Ach, scheiße, stimmt. Ich habe was Wichtiges vergessen, meine Freunde. Ihr habt mir das erzählt wegen dem Angeln. Oh, ja. Dass man geile Verzauberungsbücher und so angeln kann, das muss ich unbedingt noch machen. Habe ich ja total vergessen. Wie traurig ist das denn? Wie traurig. Oh, guck mal hier. Hier, Brian war hier. Interessiert keinen. Hui, wir mobben ihn, indem wir durch sein Ohr springen. Das ist fies, ne? Oh ja, wir sind richtig fies. Gut, wollen wir mal gucken, was hier so... Wow, was war das denn? Ruckelparty. Da wollen wir mal gucken, was hier so Sache ist, ne? Ich bin ja froh, dass Minecraft noch läuft, weil... Seit den letzten paar Tagen kamen 2 oder 3 Java-Updates. Oh Gott. Oh, oh, oh. Nein! Du Scheißhaufen, Alter. Wie kannst du bitte so gemein zu mir sein? Ich hab dir nichts getan. Warte, schnell anziehen. Ja, ich merke schon, wir werden das keinen Millimeter überleben. Ist okay. Kann ich akzeptieren. Ich hätte gern... Na komm, ich riskiere jetzt nichts wegen dem Zombiefleisch, Alter. Oh, meine Spitzhacke. Alter, wie weit hat denn der die rausgeworfen? Ich dachte, ich hätte die schon aufgehoben. Du kleiner Schlingel, du. Und das, obwohl hier Bäume sind, weißt du. Normalerweise ist er ja dann eher schwerer zu spawnen. Oh Gott. Bitte bleib fern von mir. Bitte bleib fern von mir. Nein. Critical. Was? Planetminecraft.com sucks? Nein, ich sterbe. Geh weg. Geh weg. Nein. Ein Herz, Alter. Ist hier noch irgendwie so ein Vieh? Wenn ja, kann es schnell vorbei sein jetzt, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist mein Essen? Da ist mein Essen. Hom, nom, 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 nom. Das ist halt so fies, der haut dann alles weg, weißt du? Danach greifen diese massenhaften Viecher an. Das ist ungeil. So, wir haben alles wiederbekommen, hoffe ich. Boah, Mann, raste aus, ey. Nein, nein, nein. Halt doch die Schnauze. Nein. Oh, Wassereimer, Wassereimer. Überlebensmodus, Bitch. Oh Gott, der ist ja da. Nein, geh weg. Nein, geh weg. Ich hab kaum Leben, geh weg. Nein, 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 nein. Oh ja. Habt ihr den Überlebensmodus gesehen, Freunde? Ist man von mir gar nicht gewohnt, hä? Yeah. Boah, Alter, wie soll man das denn überleben? Das ist eigentlich unmöglich, ne? Unmöglich. Und ich hab meine Diamantspitzhacke mitgenommen, da könnte ich schon wieder kotzen, ey. So blöd manchmal. Es muss doch hier irgendwo einen Dschungel geben. Bitte, 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 bitte. Wir müssen echt unterirdisch rum. Also hier auf der Karte wird es einfach nur nötig sein, meine Freunde. Wir müssen wirklich unterirdisch weiter. Oh, halt die Schnauze. Ich hab dich nicht gesehen, ich hab dich nicht gehört. Dass mich... Oh, der hat Lava gesetzt. Jetzt will er es aber wissen, hä? Gut, er wollte schon die ganze Zeit wissen, der Idiot. Oh, Mann. Ich hab... Also meiner Meinung nach habe ich nicht genug Essen dabei.
Was da hinten? 100 pro verbrannte Bäume, oder? Die er natürlich verbrannt hat, ist ja klar. Wer denn sonst, ne? Wer soll denn das sonst gewesen sein? Ja, er haut die Blätter ja weg, das weiß man ja. Oh Gott. Wir haben aber gut überlebt bis jetzt, also ich bin sehr stolz auf uns, muss man echt mal sagen. Trotzdem haben wir noch keinen Dschungel gefunden und ich habe eine Diamantspitzhacke dabei, da könnte ich einfach nur weinen. Weine nicht, wenn der Regen fällt, dom dom, dom dom. Oder wenn die Hero Brian aufs Maul haut, dom dom, dom dom. Dann hast du einfach nur Pech gehabt, dom dom, dom dom. Okay, Schluss damit, ich hör auf euch zu belästigen. Oh ja. Hier sind Zombies am hellischen Tag. Geil, mit einer kompletten Rüstung, Alter. Ach nee, ist ein Hund. Hundi! Ja, ja, ich hab einen Hund. Halleluja, Halleluja. Aber okay, ne? Wir wissen das ja, wenn wir einen Hund haben. 5 Minuten später kommt Theo Brian und naja, dann ist der Hund weg. Weg. Und wir sind wieder allein. Der Hund ist weg. Ernsthaft? Was war das? Der hat ein Gebäude hier reingesetzt. Alter, nein. Nein. Willst du mich verarschen? Was war das denn für eine fiese Nummer? Alter. Ja, Hundi, da gucke ich auch ziemlich blöd gerade. Boah, will der mich verarschen? Da ist einfach eine Pyramide in mich rein. Bist du blöd? Ja, da brauchst du gar nicht so zu gucken. Arsch. Hier, was hast du jetzt davon? Boah, Junge, ist der krank. Steinwüste. Aha. Ist mal ein anderes Gebiet, ne? Muss man auch mal festhalten. Aber ich glaube, so offenes Territorium ist genau das Richtige für Hero Brian. Tja, da oben steht er doch schon wieder. Massenhaft. Ah, jetzt abhauen wir das, ne? Kleiner Lümmel, du. Denkst, ich habe Angst vor dir, ja? Ja, okay, ich habe Angst vor dir, aber muss ja keiner wissen. Penner. So, wir gehen mal hier lang, würde ich sagen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich hier irgendwo einen Dschungel finden kann überhaupt. Ich weiß nur, dass ich gerade Hungernot habe langsam, weil ich habe kaum noch was zu essen und das ist richtig ungeil. Naja, noch haben wir einigermaßen genug Leben, würde ich sagen. Da kann man das schon verschmerzen, aber was macht man hinterher, ne? Ei! Huch, da wollte ich jetzt eigentlich nicht runterfallen, ja, aber egal. Gut, hier sind eigentlich nur diese Laternen drin, ne? Oh Mann, ey. Da hinten kann man unsere Sachen erkennen, das ist okay. Boah, der Berg ist auch sehr schön, muss man einfach mal sagen, ne? Oh nein. Was? Stairway to Heaven, aha. Alles klar. Wenn du meinst. Oh Gott, das war der Hund. Hundi, hör auf mich so zu erschrecken. Ich brauche Dschungel. Aber da siehst du mal, da rennst du komplett in die gleiche Richtung stundenlang oder so und dann findest du trotzdem nichts. Ja, bitter, ey. Hier ist irgendwie nur Fichtenwald, wenn ihr mich fragt, ne? Oh. Oh. Waren wir hier schon mal? Sind wir hier schon mal abgekratzt? Ja, oder? Weil sonst dürfte er hier gar nicht sein, oder? Oder doch? Wo sind meine Fackeln, verdammt? Fackeln, da. Ich höre ein Skelett, glaube ich. Bin mir aber noch unsicher. Penner! Ey, du sollst mich gerade mal töten, oder? Ach, der stirbt schon von selbst. Tja, sehr schlechte Gegend, meine Freunde. Sehr schlechte Gegend. Unser letztes Essen, das ist eigentlich nicht gesund. Normalerweise war das der Moment, wo man sagt, okay, wir drehen jetzt um. Vor allem, weil wir eine Diamantspitzhacke dabei haben, aber naja. Wir wagen uns einfach raus in die Welt. Vor allem, jetzt kommt noch Creeper, Enderman. Okay, die würden auch am Tag kommen, aber jetzt kommen halt noch Skelette und Zombies. Und ich glaube, das wird richtig assi, ey. Da ist Wasser. Eigentlich müssen wir uns ein Boot bauen. Weißt du was, das machen wir auch. Habe ich Holz dabei? Nein. Verdammt. Eine Axt habe ich auch nicht dabei, oder? Doch, eine Axt müsste ich dabei haben. Habe ich wahrscheinlich verloren. Cool. Ich glaube, wir brauchen noch 2 Stück. Ich nehme mal 4 Hölzer oder 5. Ist ein bisschen gesünder. Weil falls unser Boot kaputt geht, dann können wir uns ein neues machen. Ich hab ein bisschen Schiss, ey, muss ich zugeben. So. Ja, unser Hundi, der kommt jetzt leider nicht mit. Das ist jetzt ein bisschen schade. Okay, wie geht ein Boot? So geht ein Boot. Man muss vielleicht mal 2 Stück.
Sehr geil. Ich sehe nichts. Markiert. Okay, 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 okay. Dann pass mal auf, dann pass mal auf, pass mal auf. Wir gehen jetzt auf Reise. Wo ist denn das Wasser, verdammt? Aha. Ist ja schwer zu erkennen hier. Boah, ich sehe nichts. Aber jetzt mit der Fackel geht's. Geil! Wir machen jetzt einfach mal eine Wassertour, ne? Boah, es ruckelt. Was mit unserem Hundi? Warum ruckelt's? Kennst du das? Das ist eigentlich nur Wasser. Und auf einmal hier ruckelt's, willst du mich verarschen oder so? Spiel? Wir haben es doch schon oft gemacht, da hat es nicht geruckelt. Sei nicht so fies. Ah ja. Schwimmen halt im Ruckelnden hier rum, ist auch egal. Ne? Oh nein, der kommt sogar hierher. Wenn er hier unsere Sachen ins Wasser haut, dann sind wir so gearscht, ey. Das ist einfach eine ganz einfache Logik. Was ist das da unten? Ist das einfach nur ein Sandblock oder was ist das? Was? Alter, was ruckelt denn das? Oh mein Gott! Der tickt ja voll aus, das ist dem scheißegal. Oh! Also auf Wasser ruckelt echt krass, das hätte ich nicht erwartet, ne? Hör auf! Hör auf! Lass meine Sachen da! Okay, hier ist Wüste. Nein, brems, 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 brems. Hier ist Nächste, oder? Ja, eigentlich cool. Aber 1000 Skelette und naja. Was ruckelt das denn? Wartet mal, ich mach mal den Shader gerade aus. Wird zwar nicht schön, aber saftig. Ach, guck mal, wie hell auf einmal. Ja, jetzt habe ich schon 133 Frames. Muss ich verarschen oder so? Die Aufnahme ist auch auf 60 Frames begrenzt eigentlich. Naja. So, aber jetzt sehen wir wenigstens was. Das ist cool. Das ist sogar sehr, sehr cool. Und Kühe veressen, ne? Ich glaube, Freunde, wir müssen ganz kurz raus. Das bringt nichts. Oh, Mist. Jawohl, er schießt auf die Kuh. Kämpf, Kuh! Kämpf! Oh, jawohl, das wird sich lohnen. Alter, hält der aus, Mann! Nein! Na! Oh. Boah, ich hasse diese Skelette ohne Witz. So, Skeletti, komm mal her. Irgendwie hat das Charme, oder? Ohne Shader. Ja, er versucht herzukommen. Schnauze. Schnauze. Nein, hör auf. Boah, Junge, ich hau dich weg, ey. Ohne Witz. Ein Treffer noch, dann bist du Geschichte. Und ich brauche noch 10. Ja. So, jetzt ist Ruhe hier. Schicht im Schacht. Erstmal ein paar Kühe noch erledigen, dann braten wir das Fleisch und dann kommen wir doch gut voran, oder? Überlebensmodus, Freunde, Überlebensmodus! Klappt ja super. Oh ja, und die geben immer schön 2 Fleisch, glaube ich. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, okay. Okay, dann pass mal auf, dann machen wir das ganz elegant. Wir haben hier sogar Kohle, sehr geil. Und ich muss gleich einen Folgenstopp machen, das mache ich, sobald der Ofen steht. So. Ja, ich hab mal wieder. Oh Gott. Ich habe natürlich kein Holz mitgenommen, das war wieder sehr clever. Tja, aber zum Glück ist da draußen noch ein bisschen was. Kann man ja gerade mal sich noch 2, 3 Hölzer nehmen, das ist ja gar kein Problem. Ich glaube, 2 Stück reichen erstmal. So. Wir haben auch nur noch ein Boot, das darf man auch nicht vergessen. Oh Gott. Schnauze! Gut, alles klar, dann wollen wir mal gerade. Boah, bin ich durchlöchert, was ist denn hier los? Stehe ich drauf. Piercings, meine Freunde, das so sieht's aus. So, alles klar. Gut, 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 gut. Wir haben 6 Fleisch. Ich habe gar keinen. Doch, ich habe Steine. Klar habe ich Steine. So. Sehr gut. Okay, meine Freunde, da würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Okay, gleich. Verreck! Oh Gott. Okay, meine lieben Freunde, bis zur nächsten Folge. Tschüss.